schön. Aber zuerst können wir, zuerst betatschen wir schön den Rührbaren. So, der Named ist weg. Ach, guck mal, der Blattvieh brennt in die Wand. Ich habe mich zu früh gefreut, er hat sich wieder befreit. Jetzt rennt er wieder in die Wand aus meiner Ansicht. Ja, das hat ein bisschen. Okay. Ich komme hier nicht raus. Schwierigkeiten wird gerade schwer. Doch jetzt. Bro, macht nichts. Ich kann die ganze Zeit nicht schaden. Ja, bald ist er weg. Und ich bin gestorben im letzten Moment. Oh, verdammt. Nee. Töte ihn nicht. Gut, ich habe ein Portal gemacht. Ich töte ihn nicht. Beeil dich. Bist du schon wieder da? Nein. Nee, jetzt ist er tot, weil er ist durch die Stacheln kaputt gemacht worden. Ich schaue mal in mein Tagebuch, aber ich habe eine große Befürchtung. Welche war das? Der grobe Tyrann. Kehre zu Todeszeichen Valar in seinem Lager zurück. Oh, das ist gut. Dann wurde es doch gewertet. Ja, ich nicht nur das, sondern. Mein Gott, was hier alles liegt. I can't carry anymore. Ah. Gut, dann gehen wir doch mal eben einmal kurz durch das Rift. Das Problem hätte ich noch nicht gehabt, aber gehen wir doch eben nach Devil's Crossing. Ja, benutze ich dein Portal. Mal eben kurz gucken, ob es vielleicht was Neues, Gutes gibt. See anything you like. So, ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich schon letztes Mal gesagt habe, ich schaue, glaube ich, nur noch grüne und blaue Sachen an, zumindest vorübergehend. Die anderen Sachen werden wahrscheinlich irgendwann vielleicht interessant werden, sobald wir ein paar Level gemacht haben, aber jetzt schaue ich nicht immer sofort an. Und die ganzen Rüstungsverbesserungen sind natürlich auch wieder dabei. Aber das haben wir eh schon immer in Aufnahmepausen gemacht. Ja. Oh, ich sehe auf jeden Fall, hier unten gibt es noch einige Kisten. Ich verteile jetzt erstmal mein Level 34, das ich irgendwann bekommen hatte. Da habe ich noch Punkte über. Ja, Änderung bestätigen. Warum bin ich jetzt hier reingegangen? So, hier hatte ich noch Level. So, dann komme ich jetzt zu dir gerannt. Oh, da liegt aber noch viel Zeug. Ja. So, dann schaue ich doch mal kurz in die Quest. Haben wir hier in der. Warte mal. Der alte Bloodbrayer ist im Shaded Bethan und die anderen beiden sind nach Homestead zu gehen. Also, ich glaube, dass wir eigentlich hier raus könnten, ne? Genau. Ist halt die Frage, gehen wir jetzt wieder zum Kommandoposten zurück, geben die Quest ab und laufen dann in Shaded Bethan oder laufen wir jetzt hier rüber zurück? Und ich schaue gerade mal auf die Karte. Wo muss man es abgeben? Weil das wäre ja in der Kieferwildnis. Ja. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir das Rift zur Kieferwildnis. Ja, und laufen wir dort nochmal in Shaded Bethan rein. War der Questgeber nicht direkt links? Ja. Ja.
Nee, du bist der Falsche, mit dir will ich nicht reden. So, aber mit dir. Lebt wohl. Keine neue Quest. Gut, dann könnten wir aber noch mal runter in Shaded Basin und gucken, dass wir da diesmal noch den Bloodbriar kriegen. Ich schaue gerade auf die Karte. Würde es sich da nicht eventuell anbieten? Naja, okay, doch. Nee, eigentlich nur nach Süden rennen. Ja, Aber geht's hier halt. durch? Nee, Oh, nee, du nee. musst oben rum, wie wir vorhin gelaufen sind. Ich weiß halt nur dummerweise nicht, wo wirklich das Shaded Basin anfängt, weil wir haben ja schon wieder einen Großteil hier entdeckt und also ich laufe jetzt eigentlich so wie vorhin in Richtung Festung. Aber ich warte mal eben hier auf dich. Ja, ich hatte noch versucht, beim Laufen ein Stück Kaffee zu trinken. Hab dann gemerkt, oh, ich laufe in der Wand rein. So, da bin ich aber schon. Ja, das hier ist die raue Wüste und östlich der rauen Wüste ist dann wieder das Shaded Basin. Hier. Und hier heißt es jetzt für uns Augen aufhalten. Augen aufhalten, alles töten. Ja, das machen wir sowieso. Irgendwas Besonderes hier gleich zumindest. Ja, der ist anscheinend ein wenig eisig. Ja. Ist etwas unterkühlt von seiner Art her. Ja, deswegen heißt er auch Chilblain. Aber zumindest haut er mich nicht. Und hatte die Taschen voll. Hier oben ist noch eine Kiste. Gut, dann decken wir. Ich meine, es gibt echt nicht viel im Shaded Basin, was wir nicht aufgedeckt haben. Ja, du hast gerade die bessere Übersicht. Ich meine, ich habe dir vorhin vertraut und dann hatte ich das Gefühl, wir sind einmal nach unten und dann sofort wieder nach oben gerannt. Aber. Am frühen Morgen, da kann das schon mal passieren. Ja, die Leute, die die letzte Folge vor unserer Aufnahmepause geschaut Hier ist ein haben, Höhleneingang, in dem wir scheinbar noch nicht drin waren. da gehen wir auch mal rein. Die erinnern sich vielleicht an die lustige Uhr, die auf einmal eingeblendet war. Das habe ich wieder rausbekommen. Wäre sie allerdings noch zu sehen, würdet ihr euch denken, um was für eine Uhrzeit spielen die denn? Das ist ja unglaublich. Ja, mitten in der Nacht. So, der große ist weg, die anderen sind auch weg. Und du hast recht, hier waren wir noch nicht. Oh, der ist Level 40. Ich bin nicht mal 35. Ja. Gehen wir trotzdem hin. Zuerst seine ganzen. Herzlichen Freunde. Ja. Man sieht das. Auch schon. Ja, der war erstaunlich einfach für das Level. Vorne glitzert was. Hab ich kaputt gemacht. Glaube zwar nicht, dass der, den wir für die Quest brauchen, hier in der Höhle ist, aber wenn der Höhle ist, dann schauen wir halt immer rein. Ja. Höhle des Bloodbriar. Vielleicht ist er doch in der Höhle. Und ich habe gerade irgendeine Errungenschaft, die war aber so schnell weg, dass ich es nicht mehr Level lesen konnte. 35. Ah, das kann sein. Ein Heiltrank mitnehmen. Aber wie gesagt, wir sind in seiner Höhle. Dann sollte er ja auch hier anzutreffen sollen. Ja, vielleicht ist das nur seine Urlaubsresidenz. Wir werden sehen. Und danach geht es dann für uns weiter Richtung Homestead. Der alte Bloodbriar. Ui, der haut auch richtig zu.
Ja, den habe ich noch. Ja, doch, ja, stimmt. That skill's not ready. Ich glaube, ich habe keine. Doch, Heiltränke habe ich noch. So, das ist er. Ja, nehmen wir erstmal alles mit, aber dann konnten wir natürlich gleich noch eben schnell die Höhle zu Ende. Ne? Ja. So einen interessanten Teil der ungewöhnlichen Aufnahmezeit habe ich gerade schon gemerkt. Zwar steht die Sonne so, dass ich gleich eventuell mal hier dunkel machen muss. Ich muss die ganze Zeit die Augen zukneifen. Oh. Dann mach das doch eben, bevor wir den Höhleneingang hier runterspringen. Draufgeklickt habe ich schon. Achso. Achso, und dann sind wir jetzt einfach nur in den vergessenen Tiefen, wo wir schon waren. Was jetzt eigentlich bedeutet, wir könnten, nachdem wir uns die menschlichen Überreste hier angeschaut haben, könnten wir einen Rift nehmen und zurück in Kieferwildnis, weil dort können wir dann jetzt die andere Quest abgeben. Stimmt. Da steht der Nette auch hier. Bloodboy ist tot. Freut mich, dass ich helfen konnte. Sonst hast du nichts mehr für mich. Nee. Gut, dann haben wir jetzt einen ganz schön weiten Weg. Wir müssen nach Osten, dann nach Norden, damit wir dann nach oben kommen. Wir könnten doch eigentlich das Rift am Prospectors Trail nehmen, ne? Den können wir auch nehmen. So. Und dann theoretisch nur nach Norden. Ja, dann nach Osten. Und die ersten Gegner haben hier schon mal wieder ein angenehmeres Level. Ja. Definitiv. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch gleich in Gebiete, wo wir nicht drin waren. Da unten ist schon named. Ja, da gehen wir auch gleich hin. Nachdem wir hier diese kleine Armee getötet haben. Und die Musik hier gerade schön. Ja. Nicht so hektisch. Ups. Stirbst du? Fast. Nein. Ja, das ist eine Ätherkorruption. Nicht ausgerüstet. Aber ich so viel Beute, dass ich gar nicht sehe, ob da noch Gegner sind. Fleischverkauftes Flammenmaul, oder? Ja, jeder hat seine Berechtigung zu leben. Auch wenn ich es mir nicht bildlich vorstellen muss. Was gucken wir denn jetzt? Wir müssen sind jetzt hier auf den verdorrten Feldern angekommen. Ich erinnere mich auch an dieses grüne Blitzzeug aus irgendeiner Höhle. Ich meine mich zu erinnern, dass man da nicht drin stehen wollte. Na, nicht ruckeln. Blödes Spiel. Wir müssen eventuell zwischendurch mal gucken, dass wir nicht so weit nach Westen, sondern vielleicht uns eher nach Norden halten. Mhm. Weil wir nach Homestead wollen. Hat da gerade irgendjemand geschrien? Ich habe nichts gehört. Okay. Werde ich nachher in der Aufnahme sehen, ob es im Spiel war oder in der Nachbarschaft. Ja, die Bewohner in Grimdorn und in meiner Nachbarschaft sind sich teilweise sehr ähnlich. Aber ich meine, das wirst du ja eh bald sehen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es immer noch in der Zukunft, dass du mich besuchst. Ja.
Muss ich kurz überlegen, aber ich meine, das ist stimmt. So, was sagt denn die Karte? Die Karte ist gerade nicht sehr hilfreich. Die Karte sagt, dass wir uns hier eigentlich nördlich meiner Meinung nach halten müssen, um Richtung Homestead zu kommen. Das Problem ist, hier kommen wir jetzt nicht weiter nördlich, weil da muss es echt diese ganze Scheiße durchlaufen. Ja, aber hier können wir gemütlich drumherum. Naja. Wollen wir da lang? Ich weiß es nicht. Wie lang ist denn das? Nee, wahrscheinlich hätten wir da nicht lang gewollt. Ich habe jetzt einen Halbgang genommen. Ich drehe um. Ja, Tito. Du bist auch tot? Ich bin auf dem letzten Meter gestorben. Hab wirklich auf dem letzten Meter. Dann. Hast du noch ein Portal geschafft zu stellen? Nee, da habe ich nicht dran gedacht. Dann geht's übers Rift mit Kieferwildnis. Das war auf jeden Fall. Also da gehen wir. Nee, am Prospectors Trail. Aber das Gute ist, die Gegner sind zumindest jetzt schon weg. Ja, und wir laufen dann da einfach nicht hoch, weil das ist einfach nicht gesund. Den Begleiter wohl? Ja, ist wahrscheinlich nicht so vorgesehen. Nö. Aber ja, vielleicht sind es nur ein paar Meter, aber das zog sich immer weiter. Aber ich glaube schon, dass wir uns da so nördlich an den Feldern halten müssen, weil Homestead müsste dann irgendwo da oben anfangen. Oh, da waren wir nicht, aber ist egal. Wir sind ja hier eben durch das Gebiet ein wenig westlich, jetzt gehen wir ein bisschen östlich. Ja, jetzt muss ich um die formschöne Mauer rum. Hier waren wir dann aber schon wieder. Ich will aber zumindest noch mal in die Nähe des Grünen, weil da muss ich noch meine Leiche anklicken. Ja. Ich werde meine Leiche nicht anklicken. Dafür liege ich die zu weit hin. Naja, aber hier, siehst du, da bin ich eben gestorben. So knapp. Ah. Und schon sind wir in Homestead. Da ist auch ein Sternchen. Naja, wir sollten ja auch, glaube ich, hier irgendjemanden nur treffen. Also nicht direkt jemanden töten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber der Eingang wird von den Tierischen angegriffen. Das heißt, die müssen wir ja auf jeden Fall töten. Und dann haben wir hier auch wahrscheinlich gleich dann als nächstes das Portal. Ja, das wird dadurch wieder freigeschaltet werden. Sobald Harad weg ist. Aber der hält, glaube ich, was aus. Jetzt laufen wir mit dem außerhalb der Stadt rum, wenn du irgendwann Zeit hast. Nee, ich komme ja auch von den... Achso, ich habe gedacht, du bist und machst wieder erst die Kleinen. Ja, die packen. Ja, die Kleinen ab und zu heute mal auf die rauf, aber. Jetzt zum Beispiel, weil das einfach gerade zu viele werden. So, da ist er weg. Can't carry anymore. Ich hoffe mal, dass da vorne ein Verkäufer bei ist. Oh Gott, das kann ich ja alles nicht einsammeln. Haben wir hier keine NPCs irgendwo? In der Stadt wahrscheinlich, die hier vorne ist. Und ja, da sind NPCs, das sehe ich auch. Das steht oben auf der Berüstung. Das heißt, am besten hier vielleicht außenrum wieder laufen. Ist auch ein Questgeber, mit dem wir reden können. Ja, aber ich muss erstmal. Ich habe so viel Beute da liegen lassen. Ich suche halt einen Händler. Hier sind zwei. Jetzt haben wir das Tagebuch. Ach Gott, da muss ich auch nochmal hoch. Du hast einen Händler gefunden? Ja. Wie, wo? Einmal raus. Und jetzt einfach an der Mauer. Die Treppe. Dann ist da hinten eine Treppe. Ja.